Wir haben als erstes. Und 3, 2, 1, Special Skill! Yeah! Yeah! Let's go! Oh mein Gott, Leute! Ihr habt den Titel richtig gelesen. Wir machen heute einfach mal als Stumbleguys Real Life Opening. Denn ich habe mir für wirklich sehr, sehr viel Geld einfach mal echte Stumbleguys Karten bestellt. Und diese werden wir heute gemeinsam aufmachen. Und ich hoffe einfach mal, dass wir heute die seltenste Karte ziehen. Denn das Ganze war extrem teuer. Ich habe mir gefühlt 3000 Karten bestellt. Und die werden wir heute gemeinsam öffnen. Also lasst für dieses Video auf Ehre ein Like und ein Abo da. Und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch schon diese Stumbleguys Karten kennt. Und wenn ja, habt ihr euch auch welche gekauft? Und wenn nicht, schreibt in die Kommentare, ob ihr Bock auf mehr Real Life Openings habt. Und jetzt würde ich sagen, starten wir auch rein ins Video. Let's go! So, Ladies and Gentlemen, ihr seht, wir sind am Start mit einer Handcap. Ihr seht hier meine wunderschönen Finger. Denn Leute, wie gesagt, wir machen heute einfach mal ein Real-Life-Opening. Denn Leute, ich habe das gesehen, ich fand das so geil. Ihr seht hier auch meine Handcam. Ich habe mir, wie gesagt, Stumbleguys-Karten bestellt. Das Ganze kommt hier in so einer komischen Box an. Aber Leute, fürs Opening, ich habe mir natürlich nicht nur eine Box gekauft, sondern ich habe eine. Ich habe zwei. Ich habe sogar 3. Und 4. Und 5. Von diesen Boxen bestellt. Ihr seht es hier, Leute. Ich weiß gar nicht, ich glaube, in einer Box sind jeweils, ich glaube 30 Booster oder so drin. Ich würde sagen, ich stelle das mal ganz kurz hier auf. So, und jetzt würde ich sagen, öffnen wir einfach mal so eine Box. Da sind nämlich, wie gesagt, jetzt diese Booster drin. Aber ansonsten, ganz kurz, bevor ich das jetzt öffne, wir gucken uns erstmal ganz kurz die Box im Detail an. Ihr seht, das kommt hier in so einer stylischen Stumbleguys-Box, wo irgendwie so ein Stumbleguys-Startscreen drauf ist. Und unten steht auf jeden Fall Official Card Collection, ne? Und hinten noch so ein paar Sachen. Ich glaube, hier steht sogar, Entschuldigung, nur 20 Booster sind sogar in einer Packung. Das heißt, wir haben insgesamt 100 Packs hier vor mir liegen, Leute. Das ist extrem heftig. Jetzt würde ich sagen, öffnen wir das Ganze einfach mal, indem wir das hier aufmachen. Und jetzt seht ihr schon, ja, da ist das allererste Booster, meine Freunde. Ich ziehe das jetzt einmal hier raus. Ich bin gespannt, wie das aussieht. So, perfekt. Jetzt seht ihr hier auch ein bisschen mehr. Und wir sehen schon, so sieht das Booster jetzt aus. Digga, ich kann es nicht glauben, dass ich einfach Stumbleguys-Karten vor mir liegen habe. Einfach ein richtiges Real-Life-Opening, was wir hier machen, Leute. Ich weiß gar nicht, was man überhaupt so für Karten ziehen kann. Also hier steht, glaube ich, auch nichts Besonderes drauf. Ich würde sagen, wir labern nicht lang um den heißen Brei. Wir öffnen jetzt einfach mal den allerersten Booster, Leute. Ich bin extrem gehypt. Das Ganze machen wir einmal jetzt hier hinten auf. Wenn ich jetzt hier, perfekt, das sollte jetzt eigentlich aufgehen, ohne dass ich es kaputt mache. Okay, das geht ja übel schwer auf. Lol. Ah, ich hab's, Leute. Ich hab's. Okay, das Ganze ist auf. Jetzt sollte ich das eigentlich hier aufziehen können. Das erste Booster ist auf, Leute. Und wir sehen hier direkt, die Karten kommen uns entgegen. Das ist jetzt einmal hier die hintere Seite der Karte. Und hinten steht auf jeden Fall drauf Stumbleguys Card Collection. Und wir haben hier in einem Booster, ja, das sollten insgesamt 5 Karten hier einmal sein, die wir hier in einem Booster enthalten haben. Ja, ich würde sagen, Leute, wir drehen das Ganze jetzt einmal um und gehen Karte für Karte durch. Ich bin extrem gespannt, was wir jetzt hier alles im ersten Booster bekommen. Und wir sehen direkt als allererstes den Mr. Stumble, Leute. Ich zeige euch das einmal hier. Wir haben auch oben hier irgendwie einmal so Emotes und unten einmal die Seltenheit. Da steht halt einmal, dass das quasi, ja, ich glaube, gewöhnlich ist das ja jetzt hier. Das ist, wie gesagt, die erste Karte und ich sehe sogar, hinten da glitzert irgendwas. Oh mein Gott, Leute. Heißt das, wir haben direkt eine seltene Karte? Oh mein Gott. Okay, ich würde sagen, wir kommen zur nächsten Karte. Und zwar hätten wir da einmal den Panda-Bär. Wir haben jetzt hier sogar direkt den ersten Special-Emote. Seht ihr das? Einmal Kick-Emote. Also die sind anscheinend auch immer unterschiedlich, weil hier hatten wir diese Emotes, ihr seht das. Und hier haben wir jetzt einmal den Kick-Emote. Extrem krass. Ich würde sagen, wir kommen jetzt direkt zur nächsten Karte. Und zwar haben wir da einmal einen Löwen, Leute. Der ist jetzt an der Stelle episch. Und hier oben haben wir auch wieder verschiedene Emotes. Ich weiß jetzt nicht, ob der selten ist. Deswegen würde ich sagen, wir kommen direkt zur nächsten Karte. Und zwar haben wir da nochmal einen epischen Skin. Ansonsten haben wir auch hier den nächsten Special-Emote und einfach eine Banane. Ja, Leute, ich würde sagen, das waren jetzt die ersten 4 Karten. Ich glaube, wir kommen jetzt zur 5. Drückt mir auf alle Fälle die Daumen, dass ihr was Krasses bekommt. Ich stecke das Ganze jetzt auf in 3, 2, 1. Und Trommelwirbel, wir öffnen! Was? Was? Oh mein Gott!
Karte aus, Leute. Guckt euch das an. Wir haben, das ist einfach der Crimson Sky Skin, aber die Karte ist einfach so am Funkeln. Guckt euch das einfach mal an. Ist auf jeden Fall auch legendär, ihr seht's, Leute. Unnormal krass, einfach unsere erste, wie nennt man das? Holo-Karte, ne? Einfach unsere erste Holo-Karte hier, ne? Alter, wie krass, okay. Leute, ich würde sagen, wir haben jetzt für das erste Pack ein bisschen länger gebraucht, war ja auch das erste Pack, wir haben uns alles ein bisschen angeschaut. Aber ich würde sagen, die nächsten Packs machen wir auf jeden Fall ein bisschen schneller auf. Deswegen würde ich sagen, Leute, ich greife hier meine Box rein und nehme einmal direkt das nächste Booster hier raus. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt direkt zum zweiten Booster. Ich mache das auch direkt schon mal wieder auf hier. So, okay, wieder 5 Karten. Ich würde sagen, wir drehen das Ganze einmal um. Und wir haben hier direkt den Stumble King, Leute. Ihr seht es hier. Beziehungsweise die Fußballversion. Da steht einmal Brasil King. Also der brasilianische König ist aus dem Fußball-Update. Ich würde sagen, wir kommen direkt zur nächsten Karte. Und zwar haben wir hier einmal den Private Davis Skin. Ist, glaube ich, so ein Pfadfinder-Skin oder so. Auch ganz nice. Dann als nächstes haben wir den Cyberpunk. Auch ganz okay. Oh, wartet, Leute. Ich glaube, wir haben schon wieder eine Holo. Oh mein Gott. Ich glaube, wir haben direkt eine nächste Holo-Karte. Das ist extrem krass. Aber zunächst müssen wir uns diesen Skin genauer anschauen. Das ist der Nyx-Skin. Ist ein epischer Skin. Ist ganz okay. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt zur insgesamt 10. Karte in 3, 2, 1 und let's go! Oh mein Gott! Let's go, Leute! Wir haben direkt die nächste Holo-Karte. Und zwar einfach mal den Stumble Robot Skin. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob wir in jedem Booster so eine Holo-Karte haben. Ich glaube aber nicht, ne? Das ist, glaube ich, extrem lucky gerade. Falls ich mich täusche, dann wäre es jetzt ein bisschen doof. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die Special Skins aussehen werden. Ich hoffe, wir werden auf jeden Fall noch einen Special Skin ziehen. Aber okay, das wäre jetzt einmal das zweite Booster. Ich stapel das auch hier direkt neben dem anderen. Und dann würde ich sagen, Leute, machen wir jetzt hier ein bisschen Speedrun. Sonst sitzen wir bis morgen hier. Wir kommen direkt zum dritten Booster. Und dann würde ich sagen, gehen wir einmal die Karten durch. Einmal einen epischen Skin. Ist okay. Dann hier auch leider, ja, was heißt leider? Der Pinguin-Skin ist auch okay. Dann haben wir jetzt hier diesmal leider nur einen seltenen Skin. Ist nicht schlimm, aber ich würde sagen, wir kommen zum vorletzten. Da haben wir einmal den Captain No-Hurt. Ein extrem nicer Skin, wie ich finde. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt wieder zur 5. Karte in 3, 2, 1. Und wir decken das Ganze auf. Was? Was? Let's go! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Unser erster Special Skin im dritten Pack, Leute! Was? Oh mein Gott, wir haben einfach im dritten Pack einen Special Skin, Leute. Einfach Captain Goldhurt. Oh mein Gott, guckt euch an, wie krass der Skin aussieht. Bro. Digga, okay, das ist extrem krass, Leute. Also, wir haben jetzt hier einmal den Captain Goldhirt bekommen. Das ist ja unser erster Special Skin, Leute. Das ist extrem heftig. Ich würde sagen, ich sortiere das Ganze auch mal ganz kurz. Alle normalen Karten machen wir hier auf einen Haufen. So, die legen wir einmal alle oben hier in die Ecke, Leute. Dann haben wir einmal hier unsere zwei legendären Skins. Die kommen einmal dahin. Und unser allererster Special Skin kommt dahin, Leute. Dann würde ich sagen, kommen wir direkt zum nächsten Booster hier einmal. So, ich würde sagen, wir machen das Ganze direkt auf. Und ich hoffe, wir kriegen direkt den nächsten Special Skin. Das wäre extrem krass, Leute. Oh mein Gott. Wir machen einfach Stumble Guys Opening in Real Life, meine Freunde. Und da ist direkt unser erster neuer Skin. Ist leider nur selten. Dann hier auch leider wieder nur ein epischer Skin. Ist auch okay. Hier legendär. Also ihr seht, es gibt legendäre Skins auch ohne Holo. Das heißt, die scheinen auf jeden Fall selten gewesen zu sein. Dann kommen wir jetzt hier zum nächsten Skin. Das ist einmal dieser kostenlose Stumblebot. Und dann würde ich sagen, kommen wir zur letzten Karte in 3, 2, 1 und... Und wir haben wieder eine neue Holo-Karte. Und zwar haben wir einfach mal den Brainy Prime Skin, Leute. Ist auch wieder ein legendärer Skin. Sieht meiner Meinung nach extrem nice aus. Kommt auf jeden Fall hier oben auch auf den Stapel drauf. Dann würde ich sagen, nehmen wir uns direkt die nächsten paar Booster hier raus. Wir machen jetzt einmal Ene Mene Mu. Wir nehmen auf jeden Fall den rechten. So, dann würde ich sagen, machen wir das Ganze auf in 3, 2, 1. Und das nächste Booster wird geöffnet, meine Freunde. Okay, okay, ich bin extrem gespannt. Was wird sich darin befinden? Wir drehen das Ganze einmal um. Und wir haben hier auf jeden Fall einen Bigfoot. Ist leider nur ein seltener Skin. Deshalb würde ich sagen, kommen wir direkt einmal zur nächsten Karte. Das Ganze ist wieder ein epischer Skin. Das heißt, das Ganze legen wir auch da oben auf den Stapel. Dann leider unser allererster,
ich glaube, gewöhnlicher Skin. Ich weiß gar nicht, wie die Seltenheit heißt. Aber leider nicht ganz so geil. Und ich glaube, ich habe schon wieder eine Holo-Karte gesehen, Leute. Zu der würde ich sagen, kommen wir in 3, 2, 1. Und wir haben eine neue Holo-Karte. Und zwar ist das einmal der Stumble-Love-Skin. Also ich glaube, Leute, bisher hatten wir in jedem Pack eine Holo-Karte. Weshalb diese Skins jetzt leider doch nicht so selten sind, wie ich dachte. Aber ich glaube, der Special-Skin war auf jeden Fall selten. Das kann ich sagen, Leute. Aber auf jeden Fall sehr geil. Auf jeden Fall die nächste legendäre Holo-Karte. Kommt da oben hin, auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, kommen wir direkt zum nächsten Booster, meine Freunde. Ich öffne das Ganze direkt wieder. Einmal und zack. Okay, okay. Oh mein Gott, Leute, ich sage euch ehrlich, das macht extrem Spaß, einfach so ein Opening jetzt in Real Life zu machen, weil ich schwöre, Leute, ich liebe solche Sammelkarten. Ich habe damals den Jago-Karten wie verrückt gesammelt. Deswegen ist das gerade richtig geiles Feeling. Wir haben hier auf jeden Fall als allererstes einen epischen Skin. Legen wir zur Seite. Dann als nächstes nochmal einen epischen Skin, hier so wie es aussieht. Kommt leider auch zur Seite. Ich will hier heute die Special Skins ziehen. Drückt mir die Daumen. Ich möchte heute Blitzninja ziehen. Wenigstens Blitzninja brauchen wir noch, Leute. Wir kommen zum nächsten Skin. Einmal den Sir Lancelot. Und ich glaube, jetzt kommen wir auch zur letzten Karte. 3, 2, 1. Und wir haben wieder eine neue Holo-Karte. Und zwar einmal den Golden Clove-Skin. Sieht meiner Meinung nach auch extrem heftig aus. Guckt euch diesen Skin an, Leute, wie er am Funken ist. Sieht extrem nice aus. Ich würde sagen, der kommt auch mal hier oben auf den Holo-Stapel drauf. Und dann würde ich sagen, Leute, komm, wir machen direkt die nächsten Booster auf. Ich schwöre, ich habe noch so viele Booster vor mir, wenn ihr blickt. Ich habe 5 von diesen Packungen. Wir werden heute also auf jeden Fall nicht alle schaffen. Deswegen schreibt unbedingt in die Kommentare, ob ihr Bock habt auf mehr solche Real-Life-Openings. Ich würde sagen, wir machen jetzt auf jeden Fall ein bisschen Speedrun, Leute. Wir machen jetzt hier auf jeden Fall ein Pack nach dem anderen auf. So, wir haben einmal hier das nächste Pack und darin befindet sich einmal leider als allererstes nur ein gewöhnlicher Skin. Dann ein legendärer Skin, aber leider nicht Holo. Schade an der Stelle. Dann als nächstes haben wir hier einmal diesen Rennfahrer. Ist ganz okay. Als vorletztes haben wir einmal den Känguru. Ja, ist auch in Ordnung. Aber ich würde sagen, wir kommen zur letzten Karte und... Ah, schade. Leider wieder kein Special Skin. Ist zwar ganz nice so eine Holo, aber ich glaube, in jedem Pack ist mindestens eine Holo. Aber leider kein Special Skin, Leute. Deshalb würde ich sagen, kommen wir direkt zum nächsten Booster. Ich mache das Ganze einmal wieder auf an der Stelle. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze einmal an, Leute. Und wir haben als erstes... Was? Bro! Was? Bruder, was? Ich wollte das gerade umdrehen. Auf einmal einfach Special Skin. Bruder, was geht ab? Ich wollte das umdrehen. Auf einmal kriegen wir einfach den Seitai Shogun Skin, Leute. Guckt euch das an. Einfach der Seitai Shogun Skin. Special. Ich kann es nicht glauben. Unser zweiter Special Skin zusammen mit den Captain Goldhirt, Leute. Die legen wir auf jeden Fall da oben hin hier, würde ich sagen. Unnormal nice. Ja, jetzt ein bisschen unlucky, dass ich jetzt hier alle aufgemacht habe. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze einmal an. Die restlichen Karten sind an sich auch ganz okay. Wir haben hier den Supergeist-Skin sogar mit dabei. Ist an sich ganz okay. Kommt hier oben auf den Stapel. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt auch direkt zum nächsten Booster, meine Freunde. In der Hoffnung, dass da vielleicht auch direkt nochmal ein Special-Skin drin ist. Ich mache das Ganze einmal direkt hier auf, würde ich sagen. Und dann drückt mir alle mal die Daumen, dass wir hier direkt den nächsten Special-Skin haben. Oh nein! Es ist leider wieder nur eine Holo-Karte. Okay, das war's komplett an der Stelle. Aber auch ganz okay. Ich hab das Booster gerade schon wieder verkehrt rum aufgemacht, ne? Richtig lost von mir. Aber ansonsten, ja, die anderen Karten sind an sich eigentlich, ja, sind ganz okay. Episch ist mit dabei. Solange wir epische Skins dabei haben, ist es eigentlich ganz in Ordnung. Wir machen jetzt hier auch einmal direkt das nächste Booster auf, Leute. So, aber hoffentlich diesmal nicht verkehrt rum. Ja, das passt. Und jetzt drehen wir das Ganze einmal um. 3, 2, 1. Und wir haben als allererstes einen Fußballskin. Ist ganz okay. Dann haben wir einmal hier den El Primo. Ihr wisst Bescheid, Leute. Der Lucador-Skin ist an sich auch ein ganz nicer Skin. Dann haben wir einmal den Black Knight. Und zu guter Letzt noch den T-Rex. Und jetzt bitte, bitte ein neuer Special Skin. 3, 2, 1. Und wir haben
Okay, es ist leider wieder nur ein legendärer Skin. Sieht aber auch geil aus. Der Red Demon Skin sieht auf jeden Fall auch fresh aus, wenn er so am Glitzern ist. Kommt auch hier direkt auf unseren Stapel drauf, Leute. Und dann würde ich sagen, speedrunnen wir direkt auf jeden Fall die nächsten Packs durch, dass wir auf jeden Fall das Ding heute noch leer kriegen, Leute. So, ich würde sagen, wir machen das Ganze direkt auf 3, 2, 1. Und da ist das nächste Pack, meine Freunde. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir hier vielleicht wieder einen Special Skin hätten. Das wäre extrem nice. So, wir haben hier leider wieder nur episch, nochmal episch, dann hier wieder ein epischer und... Okay, aber der ist geil. Das ist dieser Minecraft-Skin, Leute, ihr seht's, der Pixel-Guy. Meiner Meinung nach auch ein extrem nicer Skin. Kann man nicht viel falsch machen, kommt auch auf den Stapel. Und dann würde ich sagen, kommen wir direkt zum nächsten Booster. Und hier muss jetzt endlich wieder ein Special-Skin drin sein. Ich sag euch, Leute, hier muss jetzt wieder mal ein Special-Skin kommen. So, wir drehen das Ganze um einmal und wir haben, ja, Mrs. Stumble. Das ist jetzt Reinfall. Dann einmal hier diesen komischen Schneemann, ist auch okay. Dann einmal hier haben wir diese komische Zauberin, ist auch okay. Und 3, 2, 1, Special Skin! Yeah! Yeah, let's go! Digga, als wenn ich jetzt hier einfach mal den Sensei Firefist gezogen habe, Leute. Einfach unser dritter Special Skin. Ich kann's nicht glauben. Guckt euch das an. Den legen wir direkt hier neben unsere anderen 3 Special Skins. Die anderen Karten waren jetzt auch nicht schlecht, aber sind dann alles leider normale Karten. Die kommen hier auf jeden Fall auch auf den Stapel drauf. Und dann würde ich sagen, kommen wir direkt zum nächsten Pack. Vielleicht haben wir ja Glück und ziehen hier jetzt endlich mal noch den Blitz-Ninja. Weil den würde ich eigentlich schon gern ziehen, Leute. Sage ich euch ehrlich. So, ich würde sagen, wir kommen einmal zur nächsten Karte. Legendär ist okay. Einmal dann die nächste Karte. Das wäre einmal Mrs. Miau. Ist auch okay. Dann haben wir einmal hier einen... Okay, das ist jetzt Reinfall. Komm, jetzt gönn. 3, 2, 1. Und wir haben... Was? Nächster Special Skin direkt. Oh mein Gott, Bro. Was? Was? Wir haben, Bro. Als wenn wir 2 Special Skins hintereinander gezogen haben, Leute. 2 Special Skins hintereinander. Guckt euch diesen Skin an, Leute. Oh mein Gott, Skeleton Dragon, Leute. Bruder, das ist krass. Jetzt haben wir insgesamt einfach schon 4 Special Skins, Leute. Ihr seht die hier alle einmal. Einmal Sensei Firefist, Captain Goldhurt, Saitai Shogun und den Skeleton Dragon, Leute. Also alles 4 unnormal nice Skins. Ich würde sagen, die legen wir alle mal da oben hin auf jeden Fall. Oh mein Gott, Leute. Ich kann es nicht glauben. Das ist so heftig, ne? Ich sag's euch. So, ich würde sagen, wir haben noch ein paar Booster hier drin auf jeden Fall. Die müssen wir auf jeden Fall alle machen. Ihr seht das hier. Das machen wir jetzt auf jeden Fall auch im Speedrun, Leute. So, komm. Erstes Booster. Direkt aufmachen. 3, 2, 1. Komm, geh auf. Warum geht das so schwer auf? So, da ist das nächste Booster direkt, Leute. Als allererstes haben wir hier auf jeden Fall einen epischen Skin. Als nächstes haben wir hier nochmal einen seltenen Skin. Auch Müll. Ja, auch Müll leider. Legendär ist okay. Und zu guter Letzt haben wir, ja, leider kein Special Skin, aber trotzdem ein Holo-Skin. Ihr seht es, Leute. Und zwar einmal diesen komischen Geister. Sieht auf jeden Fall auch nicht schlecht aus. Ist ganz okay. Kommt auf jeden Fall auf den legendären Holo-Stapel. Und dann würde ich sagen, kommt direkt das nächste Pack, Leute. Das öffnen wir auf jeden Fall auch direkt. 3, 2, 1. Und da ist es, meine Freunde. Einmal raus damit. Und dann drehen wir das Ganze einmal um. Und ich würde sagen, Leute, da kommen wir auch direkt zur ersten Karte. Ist ein legendärer Skin. Ist ganz okay. Selten, ja, könnte besser sein leider. Und zu guter Letzt haben wir nochmal eine Holo. Und da haben wir einmal den Löwenskin. Der ist an sich auch ganz nice. Also, das ist jetzt kein kompletter Reinfall. Aber leider auch kein Special Skin. Kommt also auf den legendären Holo-Stapel. Ja, Leute, wir haben... noch ein paar Packs vor uns. Das sind insgesamt jetzt noch 4 Stück, also 20 Karten, ne? Ich würde sagen, in 20 Karten sollte wenigstens noch ein Special Skin drin sein. Drückt mir alle die Daumen, dass, wenn es einer ist, dass es auf jeden Fall der Blitz-Ninja sein wird. Da wäre ich unnormal glücklich drüber. Ich würde sagen, wir schauen uns das nächste Pack an. Als allererstes leider nur ein seltener Skin. Dann einmal ein epischer, dieser Dämon-Skin. Also, der ist jetzt auch nicht so mein Favorite-Skin. So, als nächstes haben wir hier nochmal den blauen Teufel. Und zu guter Letzt... Nee, da fehlt noch eine Karte. 3, 2, 1. Und jetzt aber!
Ja, das ist unser erstes Holo-Duplikat an der Stelle. Haben wir leider schon. Das ist jetzt ein bisschen schade an der Stelle. Aber Leute, macht euch keine Sorgen. Wir haben noch ein paar Packs vor uns. Da kann noch ein Special Skin kommen. Noch ist die Hoffnung nicht verloren. Noch ist die Hoffnung da, Leute. Komm schon, jetzt aber. Ah, Special Skin? Nee. Legendärer Skin. Okay, schade. Ja, nächste Karte. Einmal der Bear-Skin. Auch leider episch. Selten leider nur, Leute. Okay, wir kommen jetzt zur Entscheidung. 3, 2, 1. Und wir haben... Wir haben einen Special Skin! Yeah! Let's go! Und es ist einfach mal der Inferno-Dragon. Boah, wie krass sieht der aus, ne? Der sieht unnormal krass aus. Guckt euch mal den Inferno-Dragon an, wie krass der auch am Funken ist, Leute. Digga! Bruder! Der kommt auch direkt hier zu unserer Sammlung an der Stelle. Digga, Leute, da haben wir nochmal Glück gehabt. War leider nicht der Blitz-Ninja, aber immerhin trotzdem ein neuer Special-Skin. Ja, und wir haben jetzt insgesamt noch 2 Booster übrig. Vielleicht haben wir ja Glück und das ist auch noch ein Pack, wo vielleicht ein Special-Skin drin ist, Leute. Wir machen jetzt ganz, ganz, ganz vorsichtig die letzten 2 heiligen Packs auf, Leute. Leider nur episch, kommt zur Seite. Leider auch nur episch. Legendär ist okay. Selten, 3, 2, 1 und... Ach, leider nur legendäre Holo-Karte. Schade an der Stelle. Oh Mann, Leute. Letztes entscheidende Pack. Werden wir noch einen neuen Special Skin ziehen? Das Ganze wird sich jetzt entscheiden. Drückt mir alle die Daumen an der Stelle. Ich öffne das letzte Pack, Leute. Und hier wird sich jetzt entscheiden, ob wir, wenn wir Glück haben, eventuell nochmal einen Special Skin haben, Leute. Als allererstes einmal den epischen Löwenskin, dann einmal die epische Prinzessin. Ihr seht es ja einmal, Leute. Auch nicht so ein nicer Skin, leider. Dann seltene. Okay, Leute, jetzt würde ich sagen, kommen wir zur Entscheidung. Allerletztes Pack für heute. 3, 2, 1. Und wir haben leider keinen Special Skin. Es ist leider nur eine legendäre Holo-Karte. Aber okay, Leute, ich würde sagen, zum Abschluss schauen wir uns nochmal alles an, was wir hier insgesamt heute gezogen haben. Wir haben hier heute auf jeden Fall insgesamt, ich glaube, 100 Karten aufgemacht. Wir haben nämlich insgesamt 20 Booster geöffnet. Ja, das sind alles normale Karten, die wir hier heute gezogen haben auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall eine Menge. Dann haben wir hier auf jeden Fall auch einige legendäre Holos gezogen. Da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Stück von gezogen. Also ich glaube, da kann man auf jeden Fall auch nicht viel falsch machen. Ihr seht, wie das hier am Funken ist, Digga. Oh mein Gott, das ist sehr, sehr heftig. Aber Leute, das Heftige, würde ich sagen, kommt jetzt. Und zwar ist das einmal unser Special Stapel. Denn wir haben einfach mal 5 Special Skins, Leute. Ihr seht hier, wir haben hier auf jeden Fall sehr, sehr krasse Skins gezogen, Leute. Also lasst für dieses krasse Opening auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, Leute. Schreibt jetzt in die Kommentare, ob ihr Bock habt, dass wir diese ganzen anderen Booster hier auch noch aufmachen. Ihr seht, ich habe hier noch einige Karten am Start. Insgesamt wären das 1000 Karten, die ich gekauft habe. Deswegen, Leute, schreibt es in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen zu einem Video, Leute. Bis dahin, ich bin raus. Ciao.